Anflug auf eine Todeszone. Hier im CHU-Krankenhaus von Charleroi kommen an manchen Tagen bis zu 30 neue Corona-Patienten an. In der Pandemie ist Belgien das gefährlichste Land der Welt. Nirgendwo sonst sterben pro Einwohner mehr Menschen an dem Virus. Wir werden Ihnen jetzt wieder die Kosmonautenmaske aufsetzen, auch wegen Ihrer Sauerstoffwerte und der Blutabnahme. Fühlen Sie sich okay? Der 64-Jährige leidet bereits an einer schweren Lungenerkrankung. Dann kam noch Corona dazu. Er wird vermutlich sterben. Ich weiß, was mich erwartet. Ich versuche, für meine Kinder stark zu bleiben, aber... Wie bereiten Sie Ihre Kinder darauf vor? Sie sind nicht vorbereitet. Ich würde mir für Sie so wünschen, dass ich wieder gesund werde, dass ich kämpfe und wieder nach Hause darf. Nun gilt es, dem Familienvater die letzten Wochen so angenehm wie möglich zu machen. Zum Einsatz kommen dabei auch unkonventionelle Methoden. Es funktioniert wie eine Sauerstoffmaske oder auch wie ein herkömmliches Beatmungsgerät. Bei letzterem muss man die Patienten aber intubieren und in ein künstliches Koma versetzen. Hier haben wir die Möglichkeit, mit einer Art Sauerstoffdruckkammer den Patienten bei Bewusstsein zu halten. Wir können ihn besser überwachen und die Funktion der Muskeln wird nicht eingeschränkt. Viele Patienten haben Vorerkrankungen. Andere waren dagegen vor der Infektion kerngesund. So wie der 49-jährige Mann einen Raum weiter. Jetzt kämpft er um sein Leben. Erst war von Covid geheilt, allerdings leidet er unter Spätfolgen. Seine Nieren funktionieren nicht mehr richtig. Das kommt manchmal vor. Deswegen braucht er jetzt eine Dialyse. Wir hoffen natürlich, dass er diese Spätfolge nicht behalten wird. 8 Bereiche haben die Ärzte hier im Krankenhaus freiräumen lassen, um der Masse an Intensivpatienten Herr zu werden. Bei manchen reicht selbst eine künstliche Beatmung nicht mehr aus, um dem Körper genug Sauerstoff zu geben. Man kann die unterschiedliche Färbung des Blutes gut erkennen. Einmal das dunklere Blut, das ihm entnommen wird und kaum noch Sauerstoff hat. Und schließlich das etwas hellere Blut, das von der Maschine hier mit Sauerstoff angereichert wird. Für uns ist es erschreckend, wie oft wir dieses Gerät inzwischen einsetzen müssen. Normalerweise benötigen wir diese Maschine nur alle 2-3 Monate. Ein Corona-Kranker beansprucht 3-mal so viele Pflegekräfte wie ein gewöhnlicher Intensivpatient. Deshalb arbeiten auch infizierte Pfleger einfach weiter, um die Versorgung zu sichern. Wenn ich nach Hause komme, schaffe ich es nicht wirklich, den Stress hier im Krankenhaus auszublenden. Ich habe viele Albträume und bin wahnsinnig erschöpft. Jetzt arbeiten wir auch noch in einem 12-Stunden-System. Das ist hart. Die erste Welle war für uns schon wirklich schwierig. Wenige Monate später trifft uns jetzt die zweite Welle. Psychologisch ist es wirklich hart. Auch im zweiten Krankenhaus des CHU sind die Intensivbetten komplett belegt. Und das, obwohl die Zahl der Neuinfektionen gerade runtergeht. Zu lange hat die belgische Regierung mit drastischen Maßnahmen gewartet. Die zweite Welle kam wie ein Tsunami, brachte das Gesundheitssystem an den Rand des Kollaps. Geht es Ihnen gut? Liegen Sie bequem. Versuchen Sie, mit mir zu sprechen. Nicken bei Ja, Kopfschütteln bei Nein. Sie fühlen sich wohl, okay. Haben Sie Schmerzen? Nein. Liegen Sie bequem. Okay. Haben Sie Angst? Nein? Alles okay? Sie sind sehr mutig. Machen Sie weiter so. Das machen Sie perfekt. So werden wir es schaffen. Okay? Sehr gut. Bis später. Hätten Sie gedacht, dass diese Krankheit so gefährlich ist, bevor Sie sie selbst bekommen haben? Glauben Sie, dass die Menschen zu leichtsinnig sind, was die Gefährlichkeit dieser Krankheit angeht? Das Ergebnis: 9-mal mehr Infektionen pro Kopf als in Deutschland. Das zwingt die Krankenhäuser zu teils unmenschlichen Entscheidungen.
Es gab viele Todesfälle, wirklich viele. Aber man muss wissen, dass unsere Kollegen auf den anderen Stationen bereits vorselektierten. Sie reduzierten damit die Anzahl der Patienten, die auf die Intensivstation kamen. Die schwer und mehrfach erkrankten Patienten schickten sie gar nicht erst zu uns, sondern behandelten sie nur noch medikamentös und begleiteten ihr Sterben. Dem Tod gerade noch entkommen ist dieser Mann. Heute feiert er seinen Abschied von der Intensivstation. Vergesst niemals, Masken zu tragen. Handschuhe auch. Desinfiziert alle Geräte. Ich kenne mich damit aus. Nutzt jedes Desinfektionsgerät. Am wichtigsten aber nochmal, Masken. Das ist wirklich, wirklich wichtig, weil es gibt immer noch Gestörte, die behaupten, dass es Covid gar nicht gibt. Corona ist ein heimtückisches Virus. Dieser Patient wird seit über 3 Wochen behandelt. Mehrfach dachte man, er sei über den Berg, doch dann ging es wieder bergab. Jetzt ein kleiner Hoffnungsschimmer. Seit 2 Tagen überlebt er ohne Beatmungsgerät. Wir freuen uns natürlich, wenn wir die Patienten entlassen dürfen und sie nach Hause zu ihren Familien können. Was machen Sie als Erstes, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen? Wissen Sie es noch nicht? Es wird emotional sein. Ich will sie in den Arm nehmen. Ah, Sie nehmen sie in den Arm. Das ist gut. Das werde ich ihr am Telefon sagen. Ich werde ihr sagen, dass Sie sie als Erstes in den Arm nehmen wollen. Da wird sie sich freuen. Meine Kinder auch. Ihre Kinder auch. Alles wird gut. Aber nichts wird gut, wenn sich die Belgier jetzt nicht an die Kontaktbeschränkungen halten. Manche sprechen bereits jetzt davon, wie sie sich in den Autos verstecken wollen, um heimlich Weihnachten und Silvester zu feiern. Es gibt also immer noch Menschen, die die Schwere der Situation nicht begreifen und verstehen, wie wichtig es ist, dass man die Kontakte einschränkt. Wenn wir uns so anziehen müssen, um Corona-Patienten zu pflegen, dann doch aus gutem Grund. Obwohl die Zahlen zurückgehen, warnt der Top-Virologe des Landes, sollten die Lockdown-Beschränkungen an Weihnachten nicht befolgt werden, drohe eine dritte Welle.